der erste Baggerstich, den haben ältere Herrschaften für ältere Herrschaften gemacht. Und jetzt kommt der Generationenvertrag zum Tragen. Gebaut wird von den ganz Kleinen für die relativ Alten. Dann darf ich doch mal hier nach vorne bitten. Unsere speziellen Bauhandwerker, die Unterstützung unserer Baufirma, damit die auch Nachwuchs haben demnächst. Und zwar die Jasmin. Wo ist die Jasmin? Hinter mir ist die Jasmin Park. Ja, das ist doch wohl was. Dann darf ich zu mir bitten die Eva und die Katharina. Haben wir die auch schon da? Ja. Eva und Katharina. Guck mal, kommt nochmal nach vorne, also auch. Und dann noch die Edda und die Melissa. Haben wir die auch hier? Edda haben wir da. Oh, einer. Den Lasse da. Den Lasse haben wir da. Lasse, komm doch mal nach vorne. So. Ja, der Ole will auch mitbauen, dann haben wir den Ole auch noch dabei. Ja, das ist doch wohl ein Nachwuchs. Ole, schon mal die Schaufel. Und vor allen Dingen darf ich meiner tiefen Freude Ausdruck verleihen, dass in einem typischen Männerberuf der Nachwuchs im Wesentlichen offenkundig von der Frauenseite kommt. Das dürfen wir auch mal festhalten. So, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich die weiteren Worte sehr kurz fassen. Denn erstens mal bauen wir, wie wir das als Aue immer getan haben, im Zentrum eines unserer Stadtteile. Und ich meine, das wird man sagen dürfen, Mannheimer Ort ist einer unserer dynamischen Stadtteile, die wir noch mit haben. Das heißt, hier wird kein Ghetto gebaut, sondern hier wird eine Baumaßnahme durchgeführt, wo man sagen darf, hier kann man unterstützend auch im höheren Alter leben. Das ist gemeint, dabei bleibt es. Und wir bleiben zentriert hier in einem Stadtteil. Und wie ich das auch sehe, die Damen fühlen sich hier ausgesprochen wohl. Das war die Sache, die wir machen wollten und auch eben ein Projekt, wo man, wenn man etwas älter ist, nur eine zeitliche Unterstützung mal schneller brauchen kann und dann wieder. So, ich habe drei Tageszeitungen, wobei man ja sagen kann, es sind nur noch zweieinhalb, weil bei einem Konzern liest man in jedem Blatt das Gleiche des heutigen Tages. Die lege ich jetzt hier rein. Vielleicht können die Architekten mal eben herkommen. Legen Sie mal die Pläne rein, dann haben wir das auch. So, und die Architektencrew legt jetzt die Baupläne hier rein. Das ist auch ganz praktisch, wenn wir in 10 Jahren mal was nachgucken wollen. Und ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass Bauakten immer verschwunden sind. Dann klopfen wir den Boden auf und dann haben wir die Pläne wieder. Herzlichen Dank. Was sehr selten ist, meine Damen und Herren, dass ein Architekt Geld mitbringt. Aber es gehört auch zum Brauch, dass man einen Satz der Münzen des Tages einbringt. Herr Sassendorf, herzlichen Dank für Ihre Spende. Kommt ihr mal her. Hörst du dich? Ja. Habt ihr gesehen, was wir da alles reingetan haben? Hm? Wo denn? Da rein. Guck mal, viele Zeitungen. Ja, genau. Viele Zeitungen und Geld und die Baupläne, ne? Die sind da drin, genau. So, und jetzt müssen wir mal den Deckel drauf tun. Und wir machen das jetzt so, dass wir mit den Kindern zur Grube gehen. Also Sie bitten wieder hier zu bleiben. Ja, das würde mich auch interessieren. Geschäftsführer mit Kinderarbeit an. Einmal nochmal hier rein. So, das war deine Schicht. So, Katharina, wenn du möchtest, kannst du auch einmal. Katharina, auch mal. Dann zieh einmal noch Helm auf. So. Einmal Schweiß, genau. Damit das Haus nicht auf Sand steht, genau. Dann würde es ja umkippen. Du musst ja ein festes Firmenband kriegen, ne? Ja. Genau, und das schafft man dann. Ja nur, das schafft ihr noch. Genau, das schafft ihr. Oh, du hast ja auch was. Dann machen wir mal gleich hier. Genau. Einmal hier, nicht weiß, wie geht's.